In den Handballvereinen des Westdeutschen Handballverbandes erhalten junge Menschen die Möglichkeiten, die Sportart Handball in all ihren Facetten kennenzulernen, auszuüben und sich gemeinsam mit ihren Mitspielern sportlich mit anderen zu messen. Die gemeinsame sportliche Betätigung steht hierbei im Vordergrund, ohne dass Herkunft, sozialer Stand, Religion oder Weltanschauung eine Rolle spielen. Durch das mannschaftliche Miteinander findet zugleich ein soziales Lernen im Handball statt. Spaß, Freude und Miteinander stehen im Mittelpunkt, sei es im Training, im Wettkampfbetrieb oder bei weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Sport ist ein Ort informeller Bildung. Hier finden junge Menschen Gelegenheit zu Erfolgserlebnissen, Raum zum Lernen, zum Entfalten von Fähigkeiten sowie zum Erleben von Gemeinschaft. Der Westdeutsche Handballverband qualifiziert in Aus- und Fortbildungslehrgängen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportvereine so, dass sie diese Bildungschancen des Sports gezielt nutzen und gestalten können. In Sport- und Gruppenhelferlehrgängen, Jugendtrainerausbildungen und Jugendsprecherseminaren werden junge Menschen auch auf die ehrenamtliche Mitarbeit im Sportverein vorbereitet. Schüler und Schülerinnen lernen im Sportunterricht die Vielfalt des Sports kennen, bewegen sich auch im außerunterrichtlichen Schulsport und nehmen an freiwilligen Schülersportgemeinschaften teil. Ebenso bestreiten die Schülerinnen und Schüler mit Schulmannschaften Turniere und spielen gegen andere Schulen in einer Liga der Schulen. Der Westdeutsche Handballverband vermittelt Kontakte zwischen Sportvereinen und örtlichen Schulen und unterstützt vielfältige Formen der Kooperation. Er unterstützt Gruppen der Talentsichtung und Talentförderung, qualifiziert Lehrer in Lehrerfortbildungen und bildet Schülerinnen und Schüler zu Sporthelfern Handball aus. Durch diese Ausbildung wird die Kooperation Schule-Sportverein weiter unterstützt und junge Menschen werden befähigt und ermutigt, in ihrer Schule und dem Sportverein den Handballsport zu fördern. Kinder und Jugendliche haben in den Handballvereinen und Handballverbänden vielfältige Möglichkeiten, Funktionen und Aufgaben sowohl im sportlichen als auch im außersportlichen Bereich zu übernehmen. Zum Beispiel als Helfer, Sprecher, Kampfrichter, Betreuer, Übungsleiter oder Gremienmitarbeiter. Durch das Erleben der Gemeinschaft und das Arbeiten im Team wird soziale Kompetenz erworben, weiterentwickelt und weitergegeben. Durch die Begleitung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes und durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen durch den Westdeutschen Handballverband wird diese Entwicklung gezielt gefördert. Der Westdeutsche Handballverband schafft Rahmenbedingungen für Jugendliche, an Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Junge Menschen werden an aktive und kritische Mitarbeit herangeführt. Durch die WHV-Jugendordnung wird der Jugend die Eigenständigkeit garantiert und ihr Mitbestimmungsrecht gesichert. Die WHV-Jugend ist Mitglied in der Sportjugend NRW, die engen Kontakt zu den Landespolitikerinnen und Politikern hält. Sie unterstützt aktiv deren Bemühungen zur Sicherung der Jugendförderung in allen Bereichen. Durch das Jugendsprecherteam im WHV werden junge Menschen zur Vertretung ihrer und der Interessen anderer Jugendlicher gegenüber der Politik ermutigt und bestärkt. Die WHV-Jugend setzt sich für eine faire und dopingfreie Ausübung des Handballsports ein. Junge Menschen erhalten die Chance, außerhalb ihrer gewohnten Umgebung die eigenen Horizonte zu erweitern, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und zu verständigen. So entsteht Raum
eigenes Verhalten sozial auszurichten, friedliches Miteinander zu gestalten, sowie Neugier, Respekt und Toleranz gegenüber anderen und anderem zu entwickeln. Durch internationale Jugendbegegnungen ermöglicht der Westdeutsche Handballverband jungen Menschen dies zu leben und zu erleben und damit auch interkulturelle Kompetenz zu erwerben.